Willkommen beim Tutorial für Quark-Kaiserschmarrn mit Erdbeersalat. Die Zutaten: Eier und Puderzucker, Quark, Zucker, Mehl, Zimt, Erdbeeren. Ahornsirup und etwas Milch. Trennt die Eier. Schlagt euer Eiweiß jetzt steif. Es sollte wirklich ganz fest sein und möglichst keine flüssigen Anteile mehr besitzen. Gebt Mehl, Eigelb, Quark und Milch gemeinsam in eine Schüssel und vermengt alle Zutaten gut miteinander. Mengt jetzt noch Zimt und Zucker in den Teig. Dann hebt ihr vorsichtig den Eischnee unter. Erhitzt in einer großen, flachen Pfanne etwas flüssige Butter. In die Pfanne gibt ihr nun den Kaiserschmarrnteig. Lasst den Teig nun von seiner Unterseite her für 3 Minuten bei mittlerer Hitze backen. Jetzt wird's spannend, denn der Kaiserschmarrn am Stück hat zwar einen Boden bekommen, der einigermaßen fest ist, oben ist er aber noch flüssig. Trotzdem muss er jetzt seinen Platz von der Pfanne auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech wechseln. Hoffen wir, dass alles gut geht. Voilà! Ta-ta-da! Auf dem Blech, sacht und gut angekommen, darf der Kaiserschmarrnpfannkuchen jetzt für 10 Minuten bei 200 Grad im Ofen durchgaren. In der Zwischenzeit gebt ihr euer Ahornsirup über die Erdbeeren und mischt es gut unter, damit alle Erdbeeren mit dem Sirup bedeckt sind. Den fertig gebackenen bzw. gegarten Kaiserschmarrn solltet ihr noch möglichst warm in Stücke zupfen, weil der warm besonders gut schmeckt. Ich versuch's einfach mal. Heiß! Alles für die Familie. Ein Stück schon mal gezupft. Yay. Vielleicht warte ich noch eine Minute. So könnte das Ganze dann aussehen. Nicht ganz besonders hübsch, so ein Kaiserschmarrn, Zupf, aber dafür stilecht. Die Kaiserschmarrnstückchen richtet ihr jetzt mit dem Erdbeersalat an. Musik
zum krönenden Abschluss noch ein bisschen Puderzucker obendrauf. Und schon ist euer Quark-Kaiserschmarrn mit Erdbeersalat fertig. Ich wünsche euch einen guten Appetit.